Blubstrahl, Aeroass, Flugschlaf, Flügelschlag. Ja, Pikolente, ich denke ich mal, kann ich behalten. Keine einzige Stahlattacke. Ja. Sogar sehr effektiv. Na hallo. Garnwil macht ja alles richtig. Sie haben ein gutes Pokémon. Deshalb habe ich es auch gefangen. Klettern und Pokémon-Kämpfe sind Denksport. Alles eine Frage der Logik. Bis du runterfällst, dann ist die Logik auch dahin. Willkommen zurück zu Pokémon Y. Mit einem anderen Mikro, das ich leider letztes Mal nicht eingeschaltet hatte. So, was muss ich jetzt hier tun? Ich weiß nicht genau, was ich im letzten Podcast gemacht habe. Aber ich habe jetzt kurz mit allen Dorfbewohnern gesprochen. Das heißt, falls ich das im letzten Part nicht gemacht habe und machen wollte, habe ich jetzt kurz Offscreen gemacht, verpasst habe die nix. Im Dorf hier ist jemand, der Pokémon-Massagen anbietet. Weil, ja, Pokémon-Massagen machen das Pokémon glücklich. Das merken wir uns. Ansonsten ist hier nichts los, glaube ich. Ich gehe hier mal in die Höhle. Und ansonsten schaue ich mal, ob... Ach so, Zubat Nest. Habe ich Stärke? Nein, ich habe keine Stärke. Auch sonst kann ich hier nichts machen. Zubat, nehme ich mal an, kommt jetzt. Nein, ein Medidier. Ja, mein PC hab vorhin geupdatet, hat nichts gebracht. Und wie ihr ja wisst, nach dem Update ist der PC meistens was wie am Arsch als vorher. Ich muss kurz den Sound noch ein bisschen runterdrehen. Habe ich zwar ziemlich, aber gut. Nein, also... Wenn hier was nicht ganz in Ordnung ist mit der Aufnahme, liegt es ausnahmsweise mal nicht nur an mir, sondern wirklich am PC. So, ich schau mal, warte, was haben wir eigentlich für Pokémon? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich glaube im Großen und Ganzen haben wir... ein gutes Team. So mit Level 20 herum. Ja. Wie sieht das aus mit dem, EP-Teiler? Ja, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Was man vielleicht auch merkt. Hat doch vorhin... Nein. Moment jetzt. Nein, nein. Ah, ihr seht das gar nicht. Ich habe doch vorhin einge... hä? Warte jetzt mal. Ich bin hier gerade am Rotieren mit dem... Ah, auf. Y, okay. EP-Teiler. Ausgeschaltet, dann schalte ich ihn wieder ein. Gut. Dann schauen wir uns mal an, was... Also ich denke, wir können die Arena besuchen. Okay, die Klettermax-Arena. Das ist, glaube ich, Gestein. Was habe ich gegen Gestein zu bieten? Ich schaue gerade auf dem unteren. Pikolente, Level 19. Und die Gastarn, ich meine Starter natürlich. Gut. Ich möchte Pikolente ein bisschen trainieren. Was mache ich mit der Maus? Das kann man richtig schön umplatzieren. So. Pikolente ein bisschen trainieren. Was kann Pikolente? Sorry, wenn ihr das jetzt nicht seht. Blubstrahl, Aeroass, Flugschlaf, Flügelschlag. Ja, Pikolente. Ich denke ich mal, kann ich behalten. Gut. Dann reden wir mit dem. Ich nenne ihn mal nach guter Ratierung Guido. Sag gegrüßt, Zuckerkünfekt Champ! Wie geht's euch stets? Immer alles noch senkrecht, danke. In dieser Arena dreht sich alles um Pokémon des Typ Gestein. Rocco lässt grüßen. Das sind unter anderem Nachteil gegenüber Stahl- und Wasser-Pokémon. Stahl? Ich hätte ja auch einen Gramokles. Geil. Es ist schon fast nähtlich gegen wie viele Pokémon-Typen die Gestalts-Pokémon sich wehtun. Unterschiede. Untersuche von den blauen Feldern aus die Stahlwände, um sich an ihnen nach oben und links und rechts zu bewegen. Nur so gelangst du zum Arena-Leiter. Ja gut. Also,
Was hat denn Gramokles? Keine einzige Stahlattacke. Ja, gut. Dann ist wohl nicht so viel mit Gramokles. Was ist Iguana? Eigentlich für ein Typ. Elektro nochmal. Ah ja, das habe ich für Elektro, genau. Ja gut, ich lasse mal bei Picolente, ne? Ich weiß nicht, was mich hier erwartet, deshalb denke ich mal mit Picolente. Geile Kameraschwenk. Mit Picolente kann man nicht viel falsch machen in einer Gesteinsarena. Und sonst habe ich auch noch Igastarnisch. So, nein, ich kletter hier mal. So. Guck mir nicht unten roch, du Schlawine. So, dann mal zu dir. Ich soll es vielleicht auch noch speichern. Ich mache das hier mit dem Touchscreen. So. Ja. Speichern. Habe mit so vielen geredet, das will ich nicht verlieren. Hallo. Ich bin so kaputt vom Trainen und Klettern, dass ich erstmal eine kurze Verschnaufpause brauche. Dann gönn dir. Ach, das ist eine. Sorry. Antonio. Litomis. Flug gegen Käfer, Wasser, den Gestein. Ich glaube, ich bin im Vorteil. Aquabelle oder Blubstrahl? Was ist denn besser? Ich glaube, ich nehme Aquabelle. Ne? Oder Blubstrahl? Mal schauen. Der ist schneller als Picolente. Ach, hör doch auf. Ja, erstmal. Flatsch. Das ist sehr effektiv. Und jetzt will ich wissen, was Blubstrahl bewirkt. Ach, hör doch auf. Ja, ja. Aber schuld. Gut. Komm mal, Klasse, reicht Level 21. Läuft. Relikant. Ist doch dasselbe, oder? Ich hätte doch besser Iguana genommen. Puh, gegen Gestein und Wasser. Ich glaube, so viel macht mir das nicht aus. Hau rein, Picolenti. Naja. Naja. War jetzt nicht gerade der Burner. Ja, was machen wir denn? Was haben wir denn gegen den so? Gefällt mir nicht so. Ach, ich bin besiegt! Na gut. Dann, Iguana, mal schauen, ob du was reißen kannst. Ladevorgang dann? Ich nehme mal Ladevorgang. Ja. Ach, das ist nur aufgeladen. Ach, shit. Das ist blöd. Ach, nee. Okay, Donnerschock. Wahrscheinlich. Ja, das ist mir wurscht. Ich bin hier gleich besiegt. Der ist zäh. Und jetzt noch einmal. Toll. Schade, Iguana. Ich hätte ihm die Punkte gegönnt. Naja, was machen wir denn? Ganoville. Ja, ich weiß, typenmäßig dümmste Wahl aller Zeiten. Trotzdem könnte es gehen. Bis halt. Ich gönne Ganoville die Punkte. Gut. Läuft. Immerhin hat er Punkte bekommen. Gut. Nur schade, dass es nicht für mich gereicht hat, aber... PC? Das war auch für mich zu nerven hier. Ah.
Ich geh mal heilen. Vielleicht halte ich das raus. Ich behalte Picolenti zuvorderst, aber wenn es ein schwerer Gegner ist, werde ich zu Igastarnisch wechseln. Denn ich möchte doch nicht jedes zweite Mal heilen gehen. Also, hier sind doch sicher mehr als ein Gegner. Oder was ist los? Hä? Ah, doch, da. Na, ich will ein bisschen trainieren. Ich möchte schon trainieren. So. Hallo. Also gut, ich bin bereit. Mal sehen, ob du eine Schwäche in meiner Verzeihung findest. Das möchte ich auch wissen. Der Lorenz mit Kiesling. Ist kein Vorteil? Picolenti kann keine Schwebe, nehme ich mal an. Nein. Nein. Das Risiko gehe ich nicht ein. Aha. Schön für dich. Was haben wir denn? Niedenranke, Rankenhieb. Ich glaube, ich nehme mal Niedenranke. Bäm! Na also! Einmal Katapult für dich. Und ich mach noch Rankenhieb und dann sollte das gut sein. Danke. So, das war ja nicht schwierig. Wen haben wir noch? Aha. Ja, verstecken sich alle. Cosima! Hätte ich eben ihren Namen. Na, was hast du? Gott, wieso sind die alle so stark? Ich habe ja gar kein Brot. Obwohl ich Vorteil wäre. Ich nehme mal Niedenranke. Geht doch. Nochmal Psybälle von mir aus. Und ich nochmal Niedenranke. Sehr gut. Ein Pokémon, aber immer so stark. Das ist nicht so gut, aber lassen wir es. Lutex erreicht Level 27. Sehr nice. Mein Pokémon wechseln! Klar. Warum nicht? Sonnenfell, oder? Oder was war's? Lunastein. Ich sehe schwarz. Aber ich versuch's. Ach komm schon. Es auf jetzt. Dann werde ich wenigstens die Gelegenheit nutzen und das Darn nicht mal kurz heilen, wenn das was bringt. Denke, die können die nicht gleich K.O. gehen. Ja, ja. Wobei, so schlecht wäre es nicht. So, was kann ich denn jetzt nehmen? Was ist gut gegen Lunastein? Utexo werde ich... Nein, ich will auch nichts opfern. Bei Ganobil könnte ich opfern. Ich versuch's mit Ganobil, aber wahrscheinlich wieder down gehen. Was nützt da am meisten? Sandgrab oder Lehmschelle? Ich versuche mal Lehmschelle. Ah, das hat Schwebe. Gut, dass ich das jetzt auch schon weiß. Und wie ist es mit Gewissheit? Unlicht?
Sogar sehr effektiv. Na hallo. Garnwill macht ja alles richtig. Sie haben ein gutes Pokémon. Deshalb habe ich es auch gefangen. Sehr gut. Okay. Garnwill, alles richtig gemacht. Nein, keine Itemsperre lernen. So. Das war doch gut. Ja, ich würde sagen, wir bleiben mal dabei. Wer kommt jetzt? Da ist noch einer. Kann ich vorher noch kurz speichern? Ich will noch kurz speichern. Man weiß ja nie. Hallo. Klettern und Pokémon-Kämpfe sind Denksport. Alles eine Frage der Logik. Bis du runterfällst, dann ist die Logik auch dahin. Okay, Wanderkalle setzt ein Rihorn. Da könnte ich sogar noch eine Chance haben mit meinem Pekolente. Och, es pennt noch. Ja gut, ich versuch's mal aufzuwecken. Habe ich hier Statusheilmittel? Was ist Persifere? Vergiftung? Verwirrung? Ach komm schon. Hyperheile will ich jetzt auch nicht einsetzen. Ja, ich versuche. Vielleicht wacht er ja gleich auf. Komm schon. Pikolente! Ach komm schon. Pikolente, komm schon. Danke. Ach. Tja, dann ist das da nicht. Das tut mir leid. Habe ich einen Beleber vielleicht für Pikolente? Ich will doch dem ein bisschen EPs geben. Hyperheiler. Einfach nichts Besonderes. Nee, komm. Nein. Da ich weiß, dass Rihorn ein bisschen eine harte Nuss ist mit wegen Pikolente, wechsle ich da mal zu Igastarnisch. Ich habe mir auch noch ein paar Heil-Items geholt. Aber sicher ist, ob ich das mit Igastarnisch machen. Rihorn ist scheinbar ein bisschen OP. Ja gut, war es schon immer. So, dann machen wir Felsgrab. Aha. Und ich brauch gegen dich. Nicht den Ranke. Ich will ein... Ach ja, so Pikolente kommt jetzt auf Level 35 mehr. Entwickelt sich das aber, naja. Trainieren will ich trotzdem. Dauernreiniger, was? Was? Daunenreigen, was sind das? Ach, Flug. Hüllt das Ziel in Daunen und senkt er... Ach, nö, Status. Nee. Sorry, ich bin kein Status-Attacken-Fan. So gar nicht. Sorry. Hey, Iguana, Level 20 ist doch ganz gut. Gramokles Level 22, ach ganz gut. Gramokles hat versucht Aero. Ach, Gramokles kann so einen Scheiß lernen. Ach, hör doch auf. Ja gut. Schwertanz. Verfolgung. Schwertanz ist eigentlich nicht... Ich mag zwar Schwertanz. Aber was nützt mir das bei... Nee, komm, Schwertanz. Ja, dann sind wenigstens noch Step-Attacken, aber eine Aero-Ass-Attacke mit Gramokles, das wäre es mir wert. So, ich wechsle nochmal zu. Das geht ist, glaube ich, kann Elektro-Attacken, oder? Deshalb wechsle ich da ganz sicher dann wieder zu einem anderen. Ich müsste mich irren, aber ich glaube, Naske kann Elektro-Attacken und da ist es mir zu heikel. Ja gut, was dann machen wir gegen Elektro? Was machen wir gegen das? Ich glaube, Igastarnisch ist da der Beste. Ich glaube, ich behalte Igastarnisch gegen die Arena-Gegner hier. Vielleicht schon... Was?
Habe ich da irgendwie was zum Heilen? Hyperheiler, Paraheiler, genau! Gut, danke! Was habe ich als Zeugs, ja? Nein, ich habe es nicht gekauft, aber gut, dass ich es jetzt habe. Steinwurf. Ja. Was kannst du gegen meinen Nietenrank, gegen meine Nietenranke aus... Ja? Sehr gut. Ach so, Donnerwelle, ach so, das ist nur gegen... Ja, schon gut. Ich versuche es jetzt trotzdem nochmal. Ja, Attacker, okay. Igastarnisch ist eben auch ein Tank, muss man gestehen. Muss man ja auch sagen, oder? Gut. Gut, Level 28, nice. Was haben wir noch? Onyx. Es wird mich schon reizen, Pikulente gegen Onyx antreten zu lassen. Ich versuch's, ich werde es bereuen, ich weiß, aber ich versuch's. Okay. Gibt's Schlimmeres? Ja, ja. Ach so. Na also, Pikulente for the win! Na aber hallo! So. Wie viel kommen hier noch? Oder ist das der letzte Gegner gewesen? Ein Powerheiler wäre es mir wert. Ich will nicht gegen den gehen nicht kämpfen. Naja, ich habe kaum was gebraucht. Was haben wir denn jetzt? Gastarnisch. Regenerieren. Ich nehme mal den Paraheiler und den Trank. Die habe ich noch vorrätig. So. Pikulente! Werde ich nicht heilen, ich werde wahrscheinlich wechseln. Okay, mal sehen! Wahrscheinlich war es eine dumme Idee mit Pikulente vorne gegen den Arena-Leiter, aber ich versuche es trotzdem. Ich weiß nicht, dass der ziemlich harten Bocken hat. Lino! Was hat denn der Lino? Der hat... Diese zwei oder was? Okay. Das ist Eis, oder? Gestein Eis. Auf jeden Fall. Was haben wir gegen Eis? Feuer. Ich versuche mal mit Glutexo. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Okay, sie haben Donnerwelle abonniert. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Ja gut. Ich versuche mal Drachenboot. Mhm. Ja. Ich glaube, das mache ich gleich nochmal. Ach komm schon. Halt doch nicht so. Nochmal. Willst du bitte angreifen? Dankeschön. Das reicht sogar. Alles in Ordnung. Gut. Balgoras. Nein, ich bleibe. Gestein Drache, oder? Oder Gestein was anderes? Was ist Gestein Drache? Ihr müsst mich irren. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber er hat mir das Glutexo weggebasht. Die Festplatte war gerade voll. Gut, dann versuchen wir es doch mit Igastarnisch. Sonst resette ich.
Gut, Nietenranke. Ich versuch's. Ja. Ja. Komm nochmal. Aha. Ach, komm jetzt. Ich habe ja noch Tränke. Zur Sicherheit heile ich den noch kurz. Habe ich noch einen Supertrank? Ich habe sogar mehr als einen Supertrank. Danke. Ach so, der hat auch. Ja, kann ja vorkommen. Das Gute ist, ich habe viele Tränke. Ich will ja nicht alle nutzen. Danke. Machst du es noch einmal bitte? Danke. Und somit werde er besiegt. Ein neuer Arena-Orden für uns. Yes. Königin 26, das wollten wir auch. Sehr schön. Ein neuer Orden für uns. Man kann sich noch so sehr erstrecken, doch sein Ziel erreicht man trotzdem nicht. Wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Man darf nie aufgeben, egal wie steil die Wand oder wie stark der Gegner auch sein mag. Das sind mir bewusst geworden, also als ich dich unterhielt. Ja, du laberst einfach zu viel, weißt du das? So, was ist das? Kletterorden, Wandorden, Steinorden, Wallorden. Ach, so gut. Mit dem Wallorden springen wir die alle bis Level 40 sogar dann. Gut. Felsgrab, nice. Nice. Gut. Eigentlich wollte ich ja Stärke, aber naja. Kann ich jetzt Stärke auch einsetzen? Frag nochmal. Ja. Scheinbar nicht. Gut. Was gibt's sonst noch? Dann klettern wir mal runter. Oh, das wäre gar nichts für mich, Real Life. So. Njong. Und Guido? Beeindruckt? Deinem Sieg über den Arenaleiter muss Anerkennung gezollt werden. Da habe ich deinen Namen in die Tafel an diesem mysteriösen Arena-Statuen eingraviert. Schneller Burschi. Hallo? Formel Arena von Reliere City, Lino, Anerkannter Trainer, Ben. Ja. So. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich denke, wir machen auch die Route weiter und geht's mal heilen und sage danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.